Tasche. Ich frage mich eigentlich immer noch, wie war Luke, sollte Luke eigentlich in der Lage sein, das Imperium, also Sidious und Vader, zu besiegen? Der war gerade mal stark genug, weißt du, in Episode 6, um Vader zu bekämpfen, aber nicht für den Imperator. Wie haben die eigentlich alle erwartet, dass der den beide besiegen soll, ey? Hallo? Das ist für mich immer ein Rätsel gewesen, ey. Oh, Videosequenz. Ja, ja. Wer sind Sie? Ich habe Sie rufen gehört. Klang, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Halten Sie still. Wie sind denn da reingeraten? Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Weil sie gefragt haben. Holla. Oh, die Musik. Die Macht mit Felsen. Ich kenne 100 Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie... Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Auf wen steuern wir? Okay. Sie suchen also etwas. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammen. Wen wohl? Na, was für ein Glück. Es ist immer mehr als Glück. Klar. Die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihr Lichtschwert? Es tut mir leid. Dachte ich. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir. Awkward. Sie schon. Ich habe ihre Männer getötet. Sorry. Und jetzt werde ich sie töten. Sie ist am wenigsten erwarten. Ironischerweise ist das erste, was ich versucht habe, den abzuschlachten. Aber ich kann dir nichts machen. Echt? Das ist ja voll überraschend. Jetzt muss ich es auch versuchen, ey. Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der mit dem Blaster jetzt hier in einer besseren Situation ist, diese scheiß Käfer zu töten, ey. Ach, halt. Mach einmal den hier und weg. Warum greifen die Dinger uns an? Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge. Er ist wie Durastahl. Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Die Macht ist hier. Boah, Daniel. Halt's Maul. Ich bin so ein beschissener Mönch, ey. Oh, die Macht weicht meinen Arsch. Das Observatorium ist geschützt. Die Macht ist in meinem Code, ey. Was ist denn das für ein Vieh? Mist! Es steckt in dem Bernstein. Boah, ich hasse Insekten, ey. So etwa? Besser. Die zerplatzen einfach bei dem Machtschub, ey. Jetzt tickt die Uhr weg. Yoda hat auch interessante Fähigkeiten drauf. Der hat Heilfähigkeiten. Okay. Und der hat diese eine Fähigkeit, womit er die Blitze von Sidious aufgehalten hat. Damit kann der auch Blasterschüsse und so abwehren. Da. Wisst ihr euch gefällt? Boah, kommen da viele, ey.
Was? Die Hilfe, was? Wieso schreit der Hilfe? Boom. Oh, es kommt. Hilfe! Hilfe? Hat er bei mir auch gerufen, aber ich weiß nicht, was er soll. Der ist sich einfach umgedreht. So, da kommt nur noch ein Terminal. Wie viele sind denn da? Was wie bei Jedi Power Battles auf Naboo. Ja? Da muss man auch gegen so Insekten oder so kämpfen am Ende, oder? Ja, gegen so eine fette Mongo-Raupe, glaube ich. Vielleicht das neue Spiel, das die machen, dann mit KOTOR 3. Was? Vielleicht, wenn es da um Lichtschwertkämpfe geht, dann wird das vielleicht KOTOR 3 dann. Ach so. Oh ja. Das schreien die Fans auch schon die ganze Zeit nach, aber... Und wenn die Knights of the Old Republic, also die Einzelspieler, machen, so im Trend von, weiß nicht, Mass Effect oder irgendwie sowas, wird auf jeden Fall erfolgreich. Oder mehr so die Old Republic. Ja, das ist auch lustig hier. In meinem Spiel habe ich Codes für The Old Republic hier. Okay. Die Codes. Ja, also da krieg ich irgendwelche Klamotten oder sowas, wenn ich das im Spiel eingebe. Also jetzt nicht hier für Battlefront 2, sondern für Star Wars The Old Republic. Okay. Also ich meine das Online-Game. Ich weiß. Das haben wir gespielt. Ich weiß. Der eine Typ hat eine Fernbedienung gefressen. Ich brauch Hilfe mit den Käfern! Und der dann hat mich getötet. Wir haben nur noch 3 Minuten, bevor das System explodiert. Hat sich über meinen Helm lustig gemacht. Dieses dreckige Lachen direkt. Das war so unsozial, ey. Diese Eierschale auf dem Kopf. Die war geil, die war episch. Ich war voll stolz drauf. Ruf einen Kammerjäger, du Arsch. Dann streng dich mal ein bisschen an, ey. Das ist es. Das Observatorium des Imperators. Oh, rein. Ich meine, ich bin auf dem einen Typen da zugestimmt und der Daniel hat den anderen die Brücke runtergeschubst. Ja. Ich so, nein! Das war allergeilste. Da hätten wir das mal let's played, ey. Ja, schade. Soll ich da bloß reinkommen? Schlüssel. Der Schlüssel. Der Schlüssel ist in meinem Herzen. Was? Wie kommst du denn jetzt darauf? Hat er das gesagt oder was? Der Macht davon lässt. Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen. Luke ist voller Klugscheißer. Was? Wieso? Ich hab doch nur gefragt, ob der das gesagt hat. Also Luke. Ja. Ich hab verstanden, du. Schrott. Ja, der Palpatine war ein Jedi. Mhm. Er ist das Schlimme, die Leute wissen gar nicht, was ein Sith ist hier in der Galaxis. Die kennen nur die Jedi. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Ups. Wir sind alle Sith-Artefakte. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Was ist das denn, ein Kompass? Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Ups.
voll das Alpha-Tier. Luke, der ist ein Ken. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen jetzt nur noch seine Barbie. So als wäre das alles nie passiert. Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Und diese Musik, das ist die Musik, weiß, wenn Anakin durchrastet und die ganzen Tassenräuber abschlachtet. Was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Jetzt dreht er durch, hier. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Woher weiß der denn, dass der Dell heißt? Der Macht. Hier schon, komm, Final Boss, Luke. Die Cutscenes, die sind so am Ruckeln bei mir. Das sieht so komisch aus. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie? Oh, Vados. Das ist ein Planet, der voll pro Imperial ist. Der hat darum gebeten, dem Imperium beizutreten. Okay. Das ist die Heimat. Ist der Heimatplanet von. Hast du gerade Asche gesagt? Ja. Willst du mich eigentlich? Muss ich mir jetzt meine Beziehung mit dir so vorstellen, Daniel? Jedes Mal, wenn ich mich mit dir unterhalte, tust du zwischendurch da irgendwie Asche reinwerfen? Oder was? Ich sage immer nur Asche, wenn die Asche sagen. Okay. Also. Boah, halt die Schnauze mit Asche. Ich habe gerade ein Gummibärchen gegen den Fernseher geschmissen. Oh, der ist aggressiv, Daniel. Ja. Fliegen Sie nach Vados, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Und jetzt siehst du, Daniel, was Operation Asche ist. Okay. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Husk auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Hast nicht gehört? Fuck off. Naja, diese Satelliten, die tun im Prinzip das Wetter des Planeten zerstören, sodass Hurricanes, Erdbeben und ja, Blitze alles kaputt machen auf dem Planeten. Wir machen jetzt kaputt. Ja, das ist ein Palpatine, der ist auch ziemlich gestört, weißt du? Ich weiß nicht, der ist der Meinung, falls er sterben sollte, hat das Imperium nicht verdient, weiter zu existieren. Okay. Ja, weil das Imperium ist so aufgebaut, dass er die wichtigste Person ist. Und er ist der Meinung, ohne ihn funktioniert das Imperium nicht. Und ein Imperium, das nicht in der Lage ist, seinen Imperator zu beschützen, ist wertlos. Also soll es zerstört werden und von vorne neu aufgebaut werden. Und dann kommt die Erste Ordnung. Ja, genau. Die sind ja aus den Überlebenden von dem Imperium entstanden, die Erste Ordnung. Das ist Operation Cinder, das machen die auf mehreren Planeten. Nur das Schlimme ist hier, das ist hier voll die Pro-Imperial-Welt, ey. Die sind voll Hardcore-Imperials alle auf dem Planeten. Das sind unsere Leute. Nicht in meinem eigenen Schiff abreisen. Diese Welt gehört zum Imperium. Sie dürfen erst von Vados abreisen. Das ist ein geiles Poster. Ja. Den drei Sturmtrupplern. Muss ich sofort hin. Das ist eine Boygroup. Oh, ne. Eine gut eingereihte Sturmtruppler-Menge, da muss ich mich dazu stellen. Ich stelle mich auch dazu. Ich bin voll einer von euch, ey. Sieg heil. Der eine meiner Teamkollegen, die gucken mich nur an. You drunk, go home. Ich muss mal auf den jetzt. Oh, der salutiert mir, danke, Bitch. Knie nieder. Was bist du denn für ein Commander, ey? Knie nieder. Knie nieder, suck my dick. Genau das wollte ich jetzt auch sagen, ja, suck it. Dabei sind wir zu einer Frau, aber egal. Ja, Daniel, Frauen haben keinen Penis. Was? Aber wo kommt denn dann die Milch her? So, zurück ins Missionsgebiet. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein.
Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Kask. Oh Gott. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Aschen beweisen wir, dass Asche. Wir in einer Zukunft würdig sind. Warte ich nach. Das liegt daran, dass ich die Befehle des. Oh, wird so gerade richtig dramatisch hier, ey. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow. Zack! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los! Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen oh Sie los! Gott, los. Ey. Das Ding geht gerade von 0 auf 100 zu... Was weiß ich, ey. Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los. Nein. Komm, warten Sie. Ich bin Ihr Commander. Waffe runter. Nein, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Fuck, bin schon tot, ey. Ausholen. Allein. Die Zeiten ändern sich. Warte ja auch wohl. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Tu das Imperium nicht. Muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Asche. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das denn in dem Fall? Hast du die Videosequenz schon gesehen, Daniel? Ist gerade am Laufen. Okay. Wird gerade heftig da in der Sequenz, ey. Nein, stellt sich gerade gegen uns. Ja. Oder besser gesagt, wir stellen uns gegen den. Und ich habe meine. Die Waffe runter. Wir haben unsere Befehle, Daniel. Wird ein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Glett. Dann oh, Aiden, was machst du nur, ey? Ich werde mich um die Verräter kümmern. Gefällt mir hier ganz und gar nicht, Daniel, dass wir das Imperium verraten. Ach. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. Du trägst doch so, gerne so schmuddelige Rebellenklamotten. Mit diesen Eierschallhüten. Wenn sie uns sehen, gibt's die sind voller Asche. Okay, ich kann wieder spielen. Ah. Verdammt, Feuer frei. Woher wissen die denn schon, dass ich die verraten habe? Ich habe direkt auf die geschossen. Deshalb wussten die es. Wir an dem vorbeigelaufen. Woher wissen die denn schon, dass wir die verraten haben? Du riechst so. Verräter. Oh, hier ist ein Bild von Palpatine. Ja, nein. Das ist cool. Ganz ruhig, Miko. Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird. Oh, das ist ein Bild von mir, deswegen wissen wir das. Uns fällt schon was ein. Ja, Nachrichten sprechen sich schnell rum. Hat einfach nur irgendjemand gesagt: Verrat! Alle wussten Bescheid. Traitor! Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Ich hab dem Dell voll in die Fresse geschossen. Daraufhin hat er gesagt, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Tut mir leid. Ich bin gestorben. Ja? War voll dämlich, ey. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Ja, war so ein Gelände irgendwie. Wollte ich gucken, ob ich da so drunter irgendwie... drunter schleichen kann. Und ich konnte. Dann bin ich runtergefallen. Asche.